Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns den neuen Gegenstandshop vom 12.01.2020 anschauen. Bevor es damit losgeht, Freunde, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch gerne über ein Abo. Außerdem, Freunde, checkt die Videobeschreibung ab für super günstige Game Keys, die innerhalb von 2 bis 3 Sekunden geliefert werden. Jetzt würde ich sagen, erstmal genug gequatscht. Schauen wir uns doch mal ganz kurz und knackig den neuen Item Shop an. Let's go! Ihr seht, Freunde, ich habe das Ganze um wenige Sekunden verpasst, um genau zu sein, um 2 Minuten, aber ich hoffe, dass es nicht so weiter schlimm ist. Wir fangen natürlich wie immer auf der rechten Seite an und arbeiten uns dann weiter. Wir haben hier den Emote Electro Swing erhalten für 500 V-Bucks. Der war zuletzt vor einem Monat drin und insgesamt 19 Mal, ist also nichts Besonderes, aber vom Beat her gefällt er mir. Dann haben wir auch ebenso Fußfinesse für 500 V-Bucks, das finde ich mega geil, vor allem hier mit dem Skin, Freunde. Ihr seht, da passt das Ganze auf jeden Fall schon krass rein. Und ja, feiere ich, war zuletzt vor 37 Tagen drin, insgesamt 10 Mal, ist auf jeden Fall was, was man sich meiner Meinung nach gönnen kann. Dann gehen wir am besten mal weiter, Freunde. Wir haben nämlich hier den tiefen Dab-Emote erhalten. Der war zuletzt vor 30 Tagen da, also auch erst vor letzter Zeit und 8 Mal insgesamt im Shop gewesen. Kann man sich auch meiner Meinung nach gönnen, ist aber halt nichts Besonderes, ne? Gehen wir weiter, Freunde. Dann haben wir hier ins Schwarze 800 V-Bucks. Richtig geiler Skin, finde ich. So auch für den Preis absolut ertragbar. Zuletzt vor einem Monat drin gewesen, insgesamt 16 Mal bereits im Shop. Aber wie gesagt, richtig cool. Hypno auch 1200 V-Bucks, war zuletzt vor 60 Tagen drin, also vor 2 Monaten und insgesamt 8 Mal im Shop. Dann, Freunde, gehen wir weiter zu Elektrofiziert. 200 V-Bucks habe ich mir nicht gegönnt, finde ich nicht so nice, ehrlich gesagt. Zuletzt aber vor 154 Tagen im Shop gewesen, 4 Mal insgesamt. Also im Großen und Ganzen muss das nicht sein. Dann gehen wir mal weiter, Freunde. Wir haben hier auf der linken Seite wieder ein paar richtig coole Sachen am Start. Fangen wir bei der Eiskönigin an. Die nette Dame war über 325 Tage nicht im Shop. Das ist krass, Freunde. Real Talk. 325 Tage lang nicht drin gewesen, mit heute 4 Mal insgesamt im Shop. Da gibt es noch ein paar Challenges dazu, dann sieht die nette Dame ein bisschen anders aus, gibt ein paar farbliche Anpassungen dann und ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, da kann man auf jeden Fall gerne zuschlagen. Dann gehen wir weiter, Freunde. Wir haben hier den Chaos-Agenten. Der Chaos-Agent war zuletzt vor einem Monat drin. 1500 V-Bucks kostet er, ist halt ein ausgefallener Charakter, mal was anderes, war insgesamt mit heute 4 Mal im Shop, also ich persönlich kann euch nur empfehlen, den zu gönnen, ist halt mal was Cooles, so eine kleine Abwechslung zu dem, was wir kennen. Passend dazu haben wir noch die Chaos-Sense, auch richtig geil und ebenso schwarzer Schleim, richtig, richtig nice zusätzliche Zubehöre, also das komplette Paket, meiner Meinung nach, kann man sich hier auf jeden Fall snacken. Dann geht es auch schon weiter zu der anderen Seite, Freunde, hier haben wir das Nickerchen, den Nickerchen-Skin erhalten, hat 2 verschiedene Versionen, wie ihr sehen könnt, ist halt was richtig ausgefallenes, schrilles, 46 Tage lang war der nicht im Shop, 4 Mal insgesamt drin gewesen, auch ganz in Ordnung, aber ich weiß nicht, finde ich einfach nicht cool, ich fühle den nicht, deswegen lohnt sich meiner Meinung nach nicht, Lackierung auch nicht so geil, ist halt animiert, aber dem es gefällt, soll sich gönnen, Spitzhacke fand ich auch nicht nice, habe ich mir auch nicht geholt und der Gleiter ebenso, Freunde, keine Ahnung, ist einfach nicht mein Ding. So viel auf jeden Fall zum Battle Royale Modus. Ich würde sagen, wir switchen in den Rette die Welt Modus und schauen uns dort dann wieder an, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Und davor, Freunde, wie gesagt, checkt gerne die Videos ab, die ich vorgestern hochgeladen habe. Sind ein paar interessante Dinge dabei. Vor allem, wenn ihr euch für die ganzen Skins interessiert, habe ich so die ganze Skin-Pakete hochgeladen, die Epic Games seit 2017 nicht veröffentlicht hat, bis heute. Und natürlich gibt es einen neuen Leak und zwar soll bald Pleasant Park ein bisschen überarbeitet werden, höchstwahrscheinlich. Also schaut da mal gerne rein. Ich würde sagen, wir checken jetzt ab, was im Rede-die-Welt-Modus ist. Ihr seht, ich habe mich schon fast 600 Tage eingeloggt. Ist krass, Freunde. Ich habe schon über 600 Videos gemacht, wo auch tatsächlich dann der Rede-die-Welt-Modus dabei war. Militärlama ist da, ist interessant, aber würde ich jetzt an eurer Stelle nicht gönnen. Weiß nicht, lohnt sich meiner Meinung nach nicht in dem Fall. Und hier haben wir auf der linken Seite keine Veränderung und auf der rechten Seite ebenso nicht. Das soll es dann mit dem Shop-Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, wie immer natürlich gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich bin dann mal raus. Wir hören uns im nächsten Video. Auch rein, geht mit Flo, euer Fraps. So, ciao. Cause you got that. Cause you got that. Cause you got that.